seine Interessen haben, wofür er sein Geld ausgibt. Genau. Und ich finde immer, wenn mich das nicht oder wenn einem das nicht interessiert und er das nicht unterstützen möchte oder sonstiges, dann soll er das Video einfach nicht gucken und kann dann bei dem nächsten Video, wo ein Thema wieder kommt, was er mag oder ihn interessiert, kann er wieder gucken. Aber halt nicht die Leute niedermachen dafür, dass sie bei Temu bestellt haben. Und hallo, schön, dass du dabei bist. Jean, richtet sich noch ein bisschen mein VIP-Special-Guest? Endlich, sie hat es gesagt. Ich habe wieder an VIP gedacht. So, ja, mich kennt ihr auch. So, wir haben, und ich hätte niemals gedacht, oder niemals darf ich nicht sagen, aber ich habe es für mich nahezu ausgeschlossen, dass ich euch mal einen Temu-Haul zeigen würde. Weil ich ja immer so ein bisschen Vorbehalte hatte, finde es aber immer mega klasse, interessant, es bei anderen zu sehen. Ja, und jetzt kam Jeannie eben an und meinte, sie hat eine Temu-Bestellung. Ich sage, ja, super. Ich sage, wieso zeigen wir die nie? Ach so, wusste ich nicht. Ich sag, ne, weil sie kannte halt so meine Einstellung. Aber ich dachte, das zeigen wir, natürlich zeigen wir das. Jeannie wird nachher wohl ein paar Sachen noch dazu sagen. Damit möchten wir niemanden irgendwie persönlich am Schlitz treten. Das möchte ich jetzt vorneweg noch sagen. Es ist halt so, ne, die Meinung, die Jeannie vertritt, die ich auch vertrete. Aber ihr werdet gleich wissen, was wir meinen. Also auf jeden Fall, ne, ich zeige euch mal so die Tüte. Wir haben ein Temu-Tüte. Und ich bin jetzt nur die Assistentin, die in das Handy guckt und euch die Preise nennt. Und Jeannie ist diejenige, die dazu was sagt. Ach nee, anreichen darf ich dir auch, ne? Ja, darfst du auch noch. Also, dann reiche ich an. Soll ich das Wort zum Sonntag vorweg machen oder am Ende? Wie willst du das? Nee, wir machen es zwischendurch. Ach, wir machen es zwischendurch. Dann gib mir mal das erste meiner Bestellung. Tille, das hast du ja zweimal. Ja. So, also ich habe nicht das erste Mal bei Temu bestellt. Ich glaube, das ist jetzt meine sechste oder siebte Bestellung. Ja? Und Irene hat mich schon vorhin mit mir geschimpft und gesagt, warum hast du das nie gesagt? Naja, wusste ich nicht. So. Ist das dann die 3,09 Euro? Ja, genau. Und zwar habe ich mir zweimal künstliche Blumen bestellt. Ja, das sind beides mal die gleichen. Die sind natürlich alle plattgedrückt. Ne? Also man sieht das ja auch. Die sind hier richtig eingedrückt worden. Die muss man natürlich auseinander machen wieder. Ich finde aber, dass sie gut aussehen. Guck mal, man sieht mich nicht mehr. Ich rede nur noch durch die Blumen. Ja, ich finde es aber wirklich schön. Für 3,09 Euro. Ja. Genau, 3,09 Euro gekostet. Hier ist noch so ein Ding dran, weil die sind, damit die Tüte nicht kaputt machen beim Transport. Ich habe jetzt schon gedacht, soll da Wasser rein, die Dinger sind doch unecht. Nee, damit die nicht die Tüte kaputt machen. Also man muss sie natürlich noch auseinander zwirbeln, aber wie gesagt, ich denke, das wird schön in der Vase aussehen. Blenden wir euch auch ein Foto von rein. Das ist das erste oder die ersten beiden Sachen. So, dann kommen wir zu dem Stück Glas Vorratsdose. Eben, nimmst du doch einfach. Kostet 5,84 Euro. Genau. Ich finde die sehr schön. Die haben hier auch diese Silikon, damit die luftig sind. Und ne? Besonders, wenn ich die Rede so unten zeige. Ja, aber man konnte es gerade richtig hören, so plopp. Und das Muster ist schön. Und was ich sehr schön fand, ist halt dieses, was habe ich gelernt heute hier? Aber heute, dann, ja. Ne, dann hat es halt so ein Muster. Ist halt nicht 0815 normales Glas. Es ist wirklich Glas, ja. Und das finde ich sehr schön. Und das habe ich geplant für Zucker. Was wollte ich da reinmachen? Was ich jetzt wohl blöd finde, warum sind das so unterschiedliche Farben? Die beiden sind ja richtig, aber der ist ja komplett anders. Ja, deswegen, worüber wir gerade sprechen, zeigt Jeannie euch jetzt. Und zwar ist Stück kommen die 5,99 Euro. Korund-Quadrat-Glas-Aufbewahrungsbehälter. Genau. Die sind, das hier ist 500 Milliliter und das sind 800 Milliliter. Und das ist genau das Gleiche. Nur, dass das hier rund ist und das ist quadratisch. Aber die haben die gleiche, also die gleichen Form, Symbol. Nee, was ist denn hier? Das gleiche Muster. Und das fand ich sehr schön. Und da ich in der Küche einen neuen Pantry-Schrank, also Vorratsschrank, vorhabe zu machen, da wird Irene, oder werden wir euch vielleicht, schreibt mal, ob ihr da Lust habt zu sehen, wie die Küche vorher und der ganze, ich sag mal, die Renovierung, nicht die Renovierung, sondern Umgestaltung. Umgestaltung mit dem Vorratsschrank und der Organisation und wie ich das alles organisiere und so, ob ihr da sowas oder ob ihr daran interessiert seid. Ja,
zu sehen. Ich denke ja, das heißt, ja? Dann musst du es wohl filmen. Ja. So, und Moment, wir müssen mal wieder meinen Hund bringen. Hund ist beruhigt. So, na? Das waren die drei. Jetzt genau. Kommen wir zum Holztablett, Glas, Schüssel, Nüsse steht jetzt hier nur. Kann man doch wohl auch für was anderes nehmen. Ja, das kann man auch für was anderes nehmen. Wir sind gleich überall voll mit dem Styropor, ja. Wenn wir ins Restaurant gehen. Das ist so eine kleine Schüssel. Ja, die gab es auch in größer. Ich habe mich für die kleine entschieden. Da kann man halt Nüsse oder sowas reintun. Und dann hat man einen Deckel, den man hier drauf machen kann. Und entweder, wenn man zum Beispiel Nüsse hier drin hat, wie Haselnüsse oder sonstiges oder Erdnüsse oder so, dann kann man hier oben zum Beispiel die Schalen drauf machen, hier unten die Nüsse oder hier den Nussknacker, da die Nüsse oder von mir aus auch anderes Obst, Süßigkeiten, Schokobons, was auch immer. Auf jeden Fall fand ich das sehr schön. Mit dem Deckel ist es auch luftdicht oder beziehungsweise so verschlossen, dass da nicht, ich sag mal, wenn man alles offen hat, dann kommt der Ungeziefer eher dran als nee, das ist so, ne? Ich denke eher an die Luftfeuchtigkeit. Und deswegen, ja. Das wäre jetzt für mich interessant, weil hier ist auch drin abgebildet, nicht nur die mit Schalen, sondern halt auch schon so zum Beispiel die normalen Mandeln. Genau. Berichte mal irgendwann, ob die feucht werden, die ja, Nüsse. Ob die dann so ein bisschen matschig werden oder ein bisschen knackig werden. Es schaut hübsch aus und passt zu den Sachen. Ja, also ich habe eine kleine Schüssel geholt. Ne? Die gibt es auch in größer oder gab es in größer. Fand ich sehr schön. So, dann habe ich den Kerzenhalter Vinted aus Metall. Ja. Genie war sich erst nicht so ganz schlüssig. Achso, der Preis 2,39 Euro. Und Genie war sich erst nicht so ganz sicher, weil es nicht genau mittig ist. Aber ich finde, es sieht trotzdem ganz niedlich aus. Also ihr müsst euch da so eine Spitzkerze drin vorstellen. Ne? Ja, so eine Stabkerze, ne? Ja. Genau. Genau. Ich wollte sowas haben, weil ich habe ja immer sonst die Blockkerzen und so. Und zur Deko mal mit einer Stabkerze. Und da bei mir alles irgendwie Gold im Haushalt ist, musste doch Gold natürlich mit. So, und der letzte der Artikel? Nee, der vorletzte. Ach, die Löffel. Ja. Die Löffel, ach deswegen, das habe ich übersprungen. Und zwar, was steht hier? Kreativer kleiner Bambuslöffel, 5 Stück für 2,78 Euro. Die hast du aber zweimal bestellt. Genau. Ja. Und zwar, in dem neuen Vorratsschrank wird einiges, und das habe ich auch so schon, in solche Dosen umgepackt. Ja, also lose. Ach, deswegen. Und zum Beispiel diese, wunderschön, wenn man das hat. Du musst mal, Genie muss mal eben unterbrechen. Achso, schon gut, ist wieder weg. Ja, also sind halt so kleine Bambuslöffel. Aber du kommst halt nicht bis unten, ne? Ja, doch, mit meiner Hand, ja. Achso, ja, also. Ich finde die niedlich, die passen so ein bisschen, ne? Ja. So, und oder für Gewürze, ich habe meine Gewürze oder die meisten meiner Gewürze sind auch in solchen Dosen. Ja, und dann kann ich da drauf träufeln oder da reingehen und dann in den Topf, in die Pfanne. Und deswegen wollte ich die mitnehmen. Die finde ich ganz süß. Die sind ganz süß. Jetzt kommen wir aber zum letzten Artikel. Und zwar auch nochmal so ein Bündel künstliche, was steht da? Künstliche Fake-Blume Pflanze. 2,88 Euro das Stück. Wieso 6 Stück? Weil hier... Ach, 6 Äste sind. Ja. Ah, okay. Ne? So, die wollte ich, also das sind die hier, die wollte ich zusammen mit denen, die ich euch schon gezeigt habe, in einer, jetzt komme ich, Moment, die wollte ich halt in Verbindung oder Kombination mit dem hier. Ja, wobei ich habe eben ja schon gesagt, ich finde es getrennt schöner, weil das sieht so schön aus wie so ein Kirschbaum halt. Ja. Also ich werde mal schauen, ne? Wir werden euch das einblenden, ob eine Vase damit, eine Vase damit oder eine Vase zusammen. Das werden wir sehen. Aber da hast du jetzt nur eine von, ne? Die andere ist davon habe ich nur eine, beziehungsweise die andere ist noch unterwegs, weil da sind noch insgesamt 2 Temo-Bestellungen kommen noch. Oh ja, also wird es jetzt noch genau. Auf das geben. Jetzt, bei der Gelegenheit, darfst du jetzt auch da das sagen, was du gerne sagen wolltest. Wenn es nicht interessiert, wäre schön, wenn du trotzdem noch vielleicht mal zuhörst. Meinungen ist jetzt gar nicht so wichtig, ob ihr das in den Kommentaren schreibt, aber Genie ist es wichtig, das auch zu sagen. Ich finde es auch wichtig. Deswegen leg mal los, ohne zu knistern. Ich habe einige Temo-Polls schon gesehen und ich habe dort die Kommentare mir einmal angeschaut. Und bei vielen wurde geschrieben, wie man sowas unterstützen kann oder wie man dort einkaufen kann. Weil, Abo weg. Abo weg. Mhm. Weil wegen
Menschenrechten oder Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit oder was auch immer. Und die Sachen, Temu kommt aus China, aber in 2024 kommt 90% aller Sachen aus China, nicht nur im Deko-Bereich, ja, generell, also Lebensmittel jetzt nicht unbedingt alles, aber alles andere, Technik, Deko, Haushalt, egal was, kommt aus China. Bei Amazon, ihr findet die gleichen Sachen auch bei Amazon, nur viel teurer. Ihr findet auch solche Sachen bei Action, bei Teddy, bei Kick. Das sind die gleichen Sachen und sie kommen auch aus China. Da sagt aber keiner, wie sieht das aus mit Kinderarbeit oder mit Menschenrechten oder sonstiges. Datenschutz und so weiter, ja. Es kann sein, dass Temu Daten oder eine Datenkrake ist, ja. Aber da habe ich zwei Tipps. Entweder per Homepage, also am PC oder auch vom Handy aus über die Homepage bestellen. Dann habt ihr das Problem nicht, dass die so viel abgrasen. Kann man, oder wenn ich muss unterbrechen, darf man denn, kann man denn auch ohne, dass man die App auf dem Handy hat, überhaupt bei Temu bestellen? Ja, das sage ich ja jetzt gerade. Entweder am PC, das war für mich entweder an einem PC, Laptop, Tablet etc. Einfach bei Google Temu eingeben und dort auf die Homepage gehen. Aber die beim haben auch Handy eine normale, kann ich nicht. Doch, beim Handy beim auch. Handy auch, okay. Die haben eine normale Homepage, da könnt ihr auch drüber bestellen. Oder aber, wenn ihr die App macht, dann bestellt dort, ich bestelle auch immer über die App, aber nachdem ich meine Bestellung gemacht habe, deinstalliere ich die App. Also ich lösche nicht mein Konto, ja, sondern ich deinstalliere die App, weil gesagt wurde, dass im Hintergrund die App, obwohl sie geschlossen wurde, trotzdem weiterarbeitet und dadurch diese Datenkrake ist. Wenn ihr die deinstalliert, dann kann die da nicht mehr weiterarbeiten, so gesehen. Und ihr kriegt trotzdem E-Mails über Bestellung ist versendet, hier ist die Sendungsnummer und cool. So weiter. Deswegen, da braucht man keine Angst haben. Und sind wir ehrlich, bei jedem Online-Shop, wo ihr bestellt und Sachen angibt, werden auch Daten gesammelt. Ja? Das hat nicht nur mit Temu was zu tun. Und wie gesagt, jeder kann seine Meinung haben. Und jeder kann sagen, er möchte das nicht unterstützen, Temu nicht oder sonstiges. Aber ich finde es zweischneidig, wenn man sagt, Temu, oh mein Gott, aber gleichzeitig bei Action einkaufen geht, bei Amazon einkauft, bei Kick, bei Teddy, egal was, Primark einkaufen geht. Oder sagt, man soll lokale Händler unterstützen und dann halt zu Action oder sonstiges geht. Die beziehen genau die gleichen Sachen, genauso aus China und dort, als wenn dort drauf geachtet wird, ob da Menschenrechtsverletzungen sind oder Kinderarbeit oder sonstiges. Ja? Und deswegen bitte hier nicht alle mit Feuerfackeln und hier Heugabeln bei Irene oder ankommen. Oder noch schlimmer, abonnieren. Ja, bei Irene bei ankommen. Bei deabonnieren. Schlimmer, wenn sie mich abonnieren. Bei Irene jetzt ankommen in den Kommentaren, sondern wie gesagt, wirklich mal dran denken oder überlegen und schaut mal einfach zu Hause nach, was ihr kauft. Da steht überall Made in China. Sind wir ehrlich. So, und jeder darf seine Meinung und seine Interessen haben, genau. Wofür er sein Geld ausgibt. Genau. Und so. Ich finde immer, wenn mich das nicht oder wenn einem das nicht interessiert und er das nicht unterstützen möchte oder sonstiges, dann soll er das Video einfach nicht gucken, ja. Und kann dann bei dem nächsten Video, wo ein Thema wieder kommt, was er mag oder ihn interessiert, kann er wieder gucken. Aber halt nicht die Leute niedermachen dafür, dass sie bei Temu bestellt haben. Und ich muss sagen, es gibt einiges bei Temu. Ich habe auch bestellt und Sachen zurückgeschickt, die mir nicht gefallen haben von der Qualität her und so weiter. Das mache ich aber auch bei Amazon. Ja, da bestelle ich Sachen und wenn die mir nicht gefallen, gehen die wieder zurück. Das hat damit nichts zu tun. Aber ich habe sehr viele oder wirklich zu 95% meiner ganzen Bestellungen behalten, weil die Qualität sehr gut ist, aber der Preis dafür billiger. Ja. Und deswegen sind da ja nochmal zwei Themenbestellungen jetzt noch unterwegs. Das könnten wir übrigens mal machen. Einfach so für uns. Schreibt, das dürft ihr in den Kommentaren gerne schreiben, würde ich mich drüber freuen. Möchtet ihr weiter Temu Hauls von Genie bei mir auf meinem Kanal sehen? Oder sagt ihr, nö, wir sind eigentlich froh, dass du bisher nicht bei Temu Videos zeigst? Schreibt es einfach mal. Ja. Ne?
Ich bin da auch nicht traurig drum, wenn gesagt wird, nicht, dann freue ich mich selbst alleine in meinem stillen Kämmerlein. Und ich sehe es trotzdem dann bei dir, wenn ich hier hin will. Genau, ja. Wo ich dann immer zeige, das ist eine Demo. Ja, wie heute das Rondell. Ich fand es toll in der Küche. Ja. Also deswegen. Und die Hundebetten. Und die Hundebetten. Und deswegen, schreibt einfach, ne, möchtet ihr das sehen oder nicht. Und wie Jeannie sagt, es wäre ganz lieb, wenn ihr mit bösen Kommentaren einfach das für euch behaltet. Ihr dürft die Meinung gerne dazu haben, aber wäre lieb, wenn ihr das nicht an mir oder meinem Kanal jetzt auslasst. So. Oder ihr könnt ja sagen, ihr könnt ja auch schreiben, dass ihr dort nie bestellen würdet. Ja, aber nicht die Meinung könnt ihr ja vertreten, ja? Ja. Das kann ja jeder für sich. Aber nicht diese Kommentare, die du meinst, die sehr oft vielen von meinen Kolleginnen leider widerfahren ist und tatsächlich auch Abos dann tatsächlich deabonniert wurden. Ja. Da sage ich jetzt mal persönlich selber nichts zu, weil wie gesagt, jeder so wie er mag. Genau. So, in dem Sinne. Das war's. Tschüss. Das Wort zum Sonntag ist gesprochen. Tschüss.